Freundin, es ist mal wieder soweit. Es gibt was zu gewinnen. Diesmal gibt es zwar keinen Zaubertrick zu gewinnen, aber etwas, was du für die Präsentation deiner Tricks wahrscheinlich gut gebrauchen kannst, und zwar die passende Musik. Und das nicht zu knapp. Motrix Movie Mucke. Motrix Movie Mucke, das sind 30 ausgewählte Songs und du kannst mit der Musik machen, was immer du möchtest. Leg sie zum Beispiel unter deine Videos bei YouTube, verwende sie bei öffentlichen Auftritten, völlig legal, ohne GEMA und Lizenzgebühren. Von experimenteller Musik über Hip-Hop, Rock und Klassik ist für jeden Geschmack etwas dabei. Und es gibt auch einige Soundeffekte für die Vertonung deines Videos. Aber da man sich einen Eindruck von Musik am besten mit den Ohren macht, lasse ich einfach mal ein bisschen was laufen, während ich dir die Teilnahmebedingungen erkläre. Obwohl, eigentlich gibt es da gar nicht viel zu erklären. Ich suche die beste Präsentation eines Tricks oder einer Routine. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Denn es geht nicht darum, einfach einen Trick zu zeigen, sondern ihn gut zur Geltung zu bringen, mit allem, was dazugehört. Und da man das mit verschiedenen Mitteln erreichen kann, gibt es diesbezüglich auch keine Vorgaben oder Regeln. Sei einfach kreativ. Das kann die Zauberei wohl von dir erwarten, oder nicht? Und damit sich die Teilnahme für möglichst viele Leute lohnt, gewinnen diesmal die besten 10. Welche Art Zaubertrick du zeigst, ob mit Karten, Seilen, Münzen, mit oder ohne Gimmick, spielt dabei keine Rolle. Ja, du kannst auch Dinge verschwinden lassen, aber solltest dich dann nicht wundern, wenn sie weg sind. Der Einsendeschluss ist der 15. Mai. Was erzähle ich denn da? Das wäre wahrlich ein wenig kurzfristig. Nein, du hast bis zum 31. Mai Zeit. Ich denke, das dürfte reichen. Ihr habt also noch ein bisschen Zeit, eure Performance einzustudieren. Wobei ich euch viel Spaß wünsche. Ich freue mich auf eure Videos. Bis dann, Demo. Denn ich suche die beste Vorführung eines Tricks. Das ist total windig hier, oder? Ihr habt also noch ein bisschen Zeit, eure Performance einzustudieren. Der Einsendeschluss ist der 15. Mai. Ich fange nochmal an, weil der war ja nun total. Natürlich nur für Abonnenten meines YouTube-Kanals. Ja?